Aha. Wo dich ja Urs und Boni zu halten. Einen weiteren Tag meditieren. Das kenne ich dann. Was? Jetzt habe ich keine Profile mit da, aber das ist ja doch wohl. Doch mindestens. Und hier. Keine Trophäen. Seid ihr für ein gigantisches Gerücht. Tja. Generös. Tja, die Bibliothek ist noch relativ klein, weil die Bücher aus dem Hauptspiel hier nicht drin sind. Tja. Aha. Oha. Das ist der Engelsbrecher, da hat sich aber einiges geändert. Wow. Lecker essen. Vorratskammer. Rüstungsständer. Ja, hier. Ein paar Rüstung ausstellen hier. Westen. Wie viel noch Handschuhe? Wo sind wir denn eindeutig dorthin? Ah ja, das war die gute alte schwarze Rüstung, mit der wir den Einbruch gemacht haben. Die habe ich auch eine Zeit lang getragen. Songs, Rüstung,
ist die Torsion-Rüstung. Fantastisch. Jetzt beginnen wir hier das neue Leben. Waffenständer. Ich finde das Hexerschwert, Hexerstrahlenschwert und das Anfangsschwert, die sollten hier ausgestellt werden, neben dem Tisch. Die Standardwaffen. So muss das. Keine Waffen mehr. Ich glaube bestimmt noch weitere Waffen. Hier war ich noch nicht oben. Wie laufen die Renovierungsarbeiten, Barnabas Basilius? Wunderbar, Herr. Die allgemeinen Renovierungsarbeiten sind abgeschlossen und ich habe mir erlaubt, zwei Ständer kommen zu lassen, an die du Waffen und Rüstungen hängen und präsentieren kannst. Fantastisch. Und ich habe Bereiche vorbereitet, wo Gemälde aufgehängt werden können. Die wollen wir nicht haben. Außerdem haben die Arbeiter, die für den Keller zuständig waren, eine ungewöhnliche Entdeckung gemacht, die dich sicher interessieren wird. Wenn du sagst, ich sollte mir das ansehen, dann komme ich. Tja, wie viel hier noch auf der Story technisch im Weingut möglich ist. Hexer, du hast uns doch vom Biest befreit. Vielleicht kannst du mich auch von meinem Hexenschutz. Bestimmt nicht. Seltsam. Ich glaube, hinter dieser Wand ist was. Ein Labor. Es muss einmal einem Alchemisten gehört haben. Zwergschnaps. Wenn ich irgendwo looten darf, dann wohl hier. Ah ja, den Raum kennen wir. Schnell raus hier. Bevor hier noch eine Bosse erscheint. Rüstungsreparaturset. Die Schwerter können wir nicht reparieren. Dasselbe. Wein, Wein, wieder Wein. Ich werde noch wahnsinnig. Und klagt sich jemand über seinen Job? Barnabas Basilius, weißt du was über das Labor im Keller? Hat sich einer der früheren Besitzer für Alchemie interessiert? Ein Labor? Alchemie? Davon weiß ich nichts. Aber ich verstehe, dass das für einen Hexer eine sehr interessante Entdeckung sein muss.
Das ist es auch. Es war zugemauert. Die Ausrüstung ist ziemlich alt. Also hat das Ganze jemandem gehört, der auf Corvo Bianco lebte, bevor du hier angefangen hast. Wer es auch immer war, er kannte sich aus. Fiolen aus Drachenglas und Fläschchen, Destillen, Sublimationsapparaturen, Vengerometer. Verzeihe, Herr, aber ich fürchte, ich kann dir nicht folgen. Ich will damit nur sagen, dass diese Ausrüstung erstklassig ist. Wahre Meisterwerke für die Alchemie. Einen Sud damit oder über einem offenen Feuer zu brauen, das ist kein Vergleich. Dann bin ich hocherfreut, dass du es entdeckt hast. Langsam gefällt es mir hier. Vielleicht sollten wir einfach noch mehr renovieren und umgestalten. Was denkst du, Barnabas Basilius? Wie du wünschst, Herr. Wollen wir uns diesmal um das Haus oder das Gelände kümmern? Wenn ich etwas Geld investiere, könnte ich das Haus etwas funktionaler gestalten. In der Tat. Der Schwung sollte unbedingt beibehalten werden. Da die allgemeinen Renovierungsarbeiten abgeschlossen sind, kannst du über ein neues Bett oder zusätzliche Rüstung... Willkommen zu einem Crossing. Und ein paar neue Möbel und ein neuer Anstrich würden dem... Wenn es heim bestimmt gestalten muss in unserer Wohnung. Ich denke darüber nach, ein bequemes Bett zu kaufen. Ich wollte schon immer eins haben. Ausgezeichnete Idee. Erholung ist von größter Wichtigkeit. Wenn du willst, bestelle ich bei den Schreinern ein Bett, die auch den Hof mit ihren Möbeln beliefern. Unbedingt. Wunderbar. Bestelle mir bitte ein bequemes Bett. In meinem Alter habe ich das verdient. Wie wahr, wie wahr. Ich schicke sofort einen Boten los. Morgen um diese Zeit wird das Bett da sein. Gibt es sonst noch etwas, das ich tun kann, Herr? Ich könnte noch einen Waffenständer gebrauchen. Ich habe einige interessante Stücke, die ich zur Schau stellen möchte. Ich kenne eine Zimmerei in der Stadt, in der sie aus gewöhnlichem Holz die schönsten Meisterwerke schaffen. Gib mir nur Bescheid. Gut. Bestelle die Ständer. Natürlich. Sofort. Es wird höchstens einen Tag dauern, bis sie hier sind, schätze ich. Gibt es sonst noch etwas, das ich tun kann, Herr? Auf meinen Abenteuern habe ich gut gearbeitete und wunderbar verzierte Rüstungen gesammelt. Einige von ihnen ließen sich hier gut ausstellen. Dem stimme ich zu. Sie würden dem Ganzen hier eine gewisse Hexeratmosphäre verleihen. Soll ich neue Ständer bestellen? Ja, aber sorge dafür, dass sie stabil gebaut sind und schön verarbeitet. Das versteht sich von selbst, Herr. Nichts ist schlimmer, als eine wunderbare Rüstung auf einem unpassenden Ständer zu sehen. Morgen um diese Zeit werden sie bereit sein, deine Prunkstücke zur Schau zu stellen. Gibt es sonst noch etwas? Nach diesem Abenteuer kann man sich mal was gönnen. Ich habe über das Gästezimmer nachgedacht. Nicht, dass ich Besuch erwarte, aber... Oh, das spielt keine Rolle. Alle Häuser, die etwas auf sich halten, sollten über ein gemütliches Gästezimmer verfügen. Was wäre, wenn jemand unangekündigt vorbeikäme? Oh, verdammt. Ich muss darüber nachdenken. Ich verstehe, natürlich. Es geht, wie die Chefsherrin Evie Nibili so passend sagte, manche Dinge sollte man nicht überstürzen. Kommen wir später darauf zurück. Mir ist gerade eingefallen, dass ich mich dringend um etwas kümmern muss. Kein Problem, Herr. Ich bin hier, um dir jederzeit zu dienen. Okay. Meditieren wir noch einen Tag. Okay, meditieren wir noch eine Stunde.
Waffenständer. Rüstungsständer. Ich finde, da sollten die präsentiert werden, nicht so in der Wandhalterung. Kann ich das andere nehmen? Ich bin jetzt blöd um hier. Ah ja. Ich finde, er sollte seine Waffen ablegen. Das andere Silberschwert. Die stärksten Waffen, die mich bis zum Schluss bleibt haben. Die Armbrust können wir bestimmt auch irgendwo ablegen. Oder auch nicht. Schon mal, ob ich noch was in der Truhe habe. Hübsches Bett übrigens. Nein, habe ich nicht. Warum nicht? Questgegenstände, diese Blutklärschuhe, die können wir doch mal edles Gewand anziehen. Zum Schluss noch mal ganz hübsch machen. Wie ein edler Weingutbesitzer. Dann können wir hier auch die richtige extra Rüstung ausstellen. Kermoran-Rüstung. Fantastisch. Hat man nicht nur eine zweite Rüstungsständer beauftragt? Der hier irgendwo rumstehen müsste. Ah, hier. Okay, Handschuhe haben wir hier nicht mehr. Das nicht mal fürstlich aussieht. Das mal keine fürstliche Heimat für einen
Hexer regiert ist. Tja. Tja, bei dem Quest will ich jetzt nicht mehr machen. Dann bleibt mir nur noch eines. Verdammt, jetzt legt mein kaputtes Bein wieder los. Fürst, der fürstliche Pfürze. Pfürze. Rittersporn, hast du einen Moment? Für dich doch immer. So, Freund. Ich hab mich versprochen. Okay, mit dem haben wir jetzt gesprochen. Bis dann, Rittersporn. Bis dann, Hexer. Ich hätte jetzt eigentlich noch gehofft, mit Triss hier zu reden und zu treffen. Aber gut. Meinst du nur? Der passende Zeit, um den Sonnenuntergang zu reiten. Na komm, Plätze. Arbeit über Arbeit. Und ich hol mir auch noch was weg. Weiter so, Plätze. Wir noch hier wohl lang können. Ein kleiner Ausritt. Die Waffen haben wir jetzt abgelegt, aber wir reiten ja auch nicht auf eine Queste. Schneller. Kleiner Spazierausritt. Na dann. Verdammt, jetzt legt mein kaputtes Bein wieder los. Auf in den Sonnenuntergang. Ja. So muss das doch sein. Eine kleine Runde um. Gut. Verdammt, jetzt legt mein kaputtes Bein wieder los. Los, lauf! Mein kaputtes Bein, los, lauf! Ach du Scheiße. Rot lässt dich springen wie ein Bett. So, na dann. Auf geht's. Zu neuen Taten, zu neuen Abenteuern. Reitet er davon. Wurde lange nicht mehr wieder gesehen. Ende. Würde ich mal sagen. Vampire jagen so. Ich habe zuerst geboten. Ich habe mehr geboten. Mademoiselle, bitte.
glaube, das ist doch ein gutes Bild. Komm jetzt. Um dieses Abenteuer zu beenden. Am Ufer des Flusses. Mit Plätze. Die haben jetzt hier Plätze. Das Rauschen des Flusses. Dieses Ende hat sich Geralt verdient. Tja, wir speichern noch einmal das Spiel. Und dann... Ja. Nimmt dieses Let's Play auch ein Ende. Ja, das tut schon fast... Es tut schon fast weh, das Let's Play nach all dieser Zeit zu beenden. Da wäre ich fast ein bisschen rührselig. Ja, danke an alle, die mich begleitet haben. Ein halbes Jahr lang bei The Witcher 3 Let's Play. Ja, wir sehen uns bei neuen Projekten live auf Twitch wieder. Am Freitag bei Coffee Talk. Und am Sonntag spielen wir dann Life of Twitch Monkey Island. Der vierte Teil. Escape from Monkey Island heißt der, glaube ich. Alles nicht so gut wie The Witcher. Es ist schon ein Wermutstropfen hier. Aber naja, es wird auch weitere großartige Projekte geben. Dafür lasst euch mal drauf. Schaltet trotzdem am Freitag wieder ein. Coffee Talk spielen. Das wird auch ganz schön. Tja. Auf Geralt. Trink hier einen Schluck Wasser aus meiner Flasche. Und stell mir vor, es wäre der beste Klärwein. Danke fürs Zuschauen. Das war The Witcher 3 Wild Hunt. Live auf Twitch. Und später auf YouTube. In Streamaufzeichnungen. Mit dem Zwergenfürst. Man sieht sich. Mhm.